Chaga-Pilz ist sehr selten, im Gegenteil zum Birkenpoling. Wie gesagt, Diamant des Waldes sagt eigentlich alles. Das ist ein Zunderpilz. Der hat drei verschiedene Schichten sozusagen. Wenn ihr das mal guckt, ihr habt einmal hier da, wo er am Stamm gesessen hat. Dann habt ihr hier diese Trauma-Schicht. Und dann habt ihr hier eine Röhrenschicht. Und die könnt ihr alle zwei, also die zwei jetzt nicht unbedingt das, wo er am Baum gesessen hat, aber die Röhrenschicht und die Trauma-Schicht brauchen wir beides. Ist beides sehr wertvoll. So, wir kochen uns jetzt ein Lachs-Carpaccio mit Safransauce. Smörebrot, nein, machen wir nicht. Ich zeige euch jetzt nochmal die einzelnen Pilze. Wir fangen mal, also alle drei, wie gesagt, immer nach Birken Ausschau halten. Der Chaga sowieso an Birken, der Birkenporling eben auch, wie der Name schon sagt, an Birken. Und der Zunderpilz kommt auch an Buchen oder Eichen, auch mal manchmal Eschen, eigentlich keine Nadelgehölzer vor. Das ist also hier der Birkenporling. Birkenporling ist ein Pilz, wie ihr seht, ein Baumpilz. Die Form und so habe ich schon gezeigt. Der Birkenporling ist ein Heilpilz, ein Esspilz, jein. Man kann ihn essen, er ist essbar. Wenn ich mir jetzt hier so ganz extrem dünne Scheiben abschneide, was eigentlich ganz gut geht, wenn das Messer scharf ist, dann kann ich die zum Beispiel kochen, ich kann sie in eine Hühnerbrühe mitmachen oder ich kann sonst was. Vom Geschmack her ja, ein bisschen unbeschreiblich. Leider nicht unbeschreiblich gut. Er schmeckt eigentlich richtig scheiße. Also das Ding ist bitter. Es ist essbar. Ihr vergiftet euch damit nicht, aber ich würde jetzt erstmal ja, sowieso von irgendwelchen Sachen nie zu viel essen. Also wenn ich jetzt sage, das Ding ist essbar, braucht ihr euch nicht hier so einen Korb am Abend mal irgendwie Chips essen oder so. Das wäre natürlich auch Quatsch. Aber ja, wie gesagt, das ist essbar. Also mein Geschmack ist es nicht unbedingt. Ist sehr bitter. Kann man aber essen. Wie verarbeitet man den jetzt? Man kann den in alle möglichen Formen schneiden. Ihr seht schon, das Zeug ist wie Gummi, wenn es trocknet. Ihr könnt dünne Chips schneiden, könnt die im Ofen trocknen. Ich mache es immer so, ich fädel die an eine Schnur auf und die trocknen dann zum Beispiel auch im Keller. Die fangen dann an und werden von gummiartig, gehen so in Styropor über und werden dann immer härter. Am Ende sind die richtig steinhart. Das ist natürlich ein Ding. Das ist praktisch wie so eine, ja, ich sag mal, Plastikersatz, so natürlicher Plastik. Ihr könnt euch alles mögliche an Formen hier draus schnitzen, könnt die hart werden lassen und könnt die dann benutzen, trotzdem noch, um euch zum Beispiel einen Tee draus zu kochen. Wirkstoffe, ja, gibt es auch ganz, ganz viele hier drin, genauso wie im Chaga und auch im Birkenporling. Was ihr wissen müsst, das Ding ist gut gegen Magen-Darm-Beschwerden. Also alles, was so vom Rachen bis zum Ausgang ist, alles, was so auf dem Weg dazwischen ist, ist das Ding ganz gut. Man kann es auch als zur Wunddesinfektion benutzen. Das heißt, ihr trocknet das, könnt daraus zum Beispiel auch ein Pulver malen, könnt euch dann Tee draus kochen. Ihr könnt es in wasserlöslich, manche Inhaltsstoffe sind natürlich wasserlöslich, manche sind fettlöslich. Ihr könnt es also auch zum Beispiel in eine Brühe reinmachen, wie gesagt. Könnt ihr euch auch eine Creme, wenn ihr das Pulver einmal habt, könnt ihr euch natürlich auch eine Creme draus machen. Ihr könnt es in Alkohol einlegen und so weiter. Macht euch da drüber mal schlau. Hier drüber gibt es ganze Doktorabhandlungen drüber. Also da jetzt alles drüber zu erzählen, wie das Ding wirkt und Kram, ist Wahnsinn. Ich bin selber noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Zum Beispiel, ob dieses Zeug, wenn es dann getrocknet ist, ob das im Wasser sich dann wieder auflöst. Also ob es dann wieder mit der Zeit weich wird. Weil sonst wäre es natürlich auch eine Sache, man könnte sich zum Beispiel zum Angeln Schwimmer oder sowas draus basteln und alles. Bin ich noch so ein bisschen am Rumexperimentieren. Wie gesagt, ein Tee, die einfachste Art, ihr schneidet euch einfach ein paar dünne Chips, nicht zu dick, nicht zu dünn, trocknet die und wenn ihr die dann habt, könnt ihr die zum Beispiel als Halskette tragen und dann einfach einen Tee mitmachen. So, dann kommen wir zum Chaga. Ja, das ist also ein Chaga, ganz leicht zu erkennen. Sieht von außen auch aus wie so eine ja, normale Birkenbaumverwachsung, sowas. Ist aber von drinnen diese Farbe, richtig braun, ist ganz wichtig. Wenn ihr diese Farbe nicht habt, dann habt ihr nur eine Maserknolle oder so erwischt. Kann man sich auch Tee draus kochen? Also es gibt so richtigen Chaga, Kaffee heißt das eigentlich, aber Kaffee ist ja eigentlich auch nichts anderes wie Tee aus Kaffeebohnen. Braucht ihr nicht viel, ungefähr so ein, sag mal, so ein gute, eine kleine Handvoll. Wenn ich jetzt hier dieses Stückchen hier, da kann ich mir mit Sicherheit zweimal Kaffee draus kochen. Danach lasse ich es einfach wieder trocknen, weil der Chaga an sich ist auch ein super geiler Zunder. Das heißt, ihr könnt hier richtig kleine Räucherkerzen draus machen. Das brennt auch richtig lange und ohne es irgendwie zu behandeln, könnt ihr damit Zunder machen. Ihr braucht das also nicht irgendwie nitrieren oder sowas. Braucht ihr beim Zunderpilz auch nicht, komme ich gleich zu. Aber bei dem hier braucht ihr eigentlich gar nichts machen. Der trocknet von alleine. Irgendwie verrotten oder so können die Dinger eigentlich auch nicht. Lagert das Ding immer kühl und trocken.
kann eigentlich nie was dran passieren. Das war schon mit den Chugger. Könnt ihr euch auch mal drüber, gibt es auch ganze Doktorarbeiten drüber. Gerade so was Sibirien und so, das sind diese Pilze, weil es da halt viele Birken gibt, unheimlich bekannt und unheimlich beliebt in der Volksmedizin. Da gibt es Sagen drüber, da gibt es Schamanen, die damit seit Jahrhunderten irgendwas machen. Da jetzt alles drüber zu erzählen, würde jeden Rahmen sprengen. So, das ist hier der Zundapilz. Und der Zundapilz ist eigentlich, ja, sag mal, fast eigentlich schon mein Lieblingspilz, weil man kann damit so viel machen. Ich glaube auch, es gibt nicht allzu viele Pilze, die die menschliche Entwicklung positiv so beeinflusst haben wie diesen Zundapilz. Weil ich weiß nicht, wo wir heute wären ohne Zundapilz. Das ist schwer zu sagen. Wir kommen gleich dazu. Und zwar zeige ich nochmal näher. Hier dieses Teil, seht ihr schon wieder, da ist das Holz vom Baum praktisch. Hier ist die ehemalige Birkenrinde, sieht man sogar noch. Dieses Teil, dieses helle, das lederartige, das merkt ihr auch, das ist so ein bisschen, es fühlt sich auch so ein bisschen an wie Leder. Hier ist es so ziemlich weich. Das ist die Traumaschicht. Die äußere Schicht, die könnt ihr abmachen, die könnt ihr abschneiden. Und das ist hier diese Röhrenschicht. Wir können aus beides was bauen. Wir können immer aus dem ganzen Pilz was bauen. Ja, was kann ich alles aus dem Zundapilz machen? Ich habe mich vorher im Internet noch ein bisschen umgeguckt und was es da schon alles so für Videos gibt. Und ich muss sagen, die ja, fast 90% aller Videos beschäftigen sich eigentlich nur mit der Traumaschicht. Das heißt, wie stelle ich Zunder her, um mit einem Schlageisen, eben mit einem Funken drauf zu schmeißen und dann damit ein Feuer zu starten. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, aber diese Traumaschicht, die hier ist, die kann natürlich noch viel mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt große Pilze habt und schafft es, die vorsichtig runterzuringen, ist immer so ein bisschen schwierig, weil diese äußere Schicht ist ziemlich hart, geht aber mit einem scharfen Messer. Manche kochen es auch ein, damit es weicher wird oder legen es ein. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ja, die wird dann so ein bisschen hartgummiartig, aber Hartgummi lässt sich auch nicht unbedingt besser schneiden wie Hartplastik. Also mit einem großen Messer, es geht so halbwegs. Wenn ihr jetzt natürlich große Pilze habt, habt ihr richtige Lappen, die werden dann nochmal ein bisschen geweigt, also klein geklopft, dass die größer werden. Das ist richtig, ja, praktisch ein Wildlederersatz. Also in den östlichen Ländern, jetzt Sibirien, das geht hin bis zu Bulgarien und so, werden daraus zum Beispiel Hüte, Taschen etc., Messerscheiden kann man daraus machen, alles Mögliche. Das hat auch richtig die Optik und auch die Haptik von Wildleder. Und man hat natürlich gleich einen Zunder, ne? Für den Zunder, den müsst ihr nicht unbedingt bearbeiten, jetzt nitrieren oder so, der funktioniert auch so, weil könnt ihr euch wahrscheinlich denken, die Steinzeitmenschen hatten jetzt auch nicht unbedingt irgendwas dabei, um da was zu nitrieren. Oder ihr könnt zum Beispiel auch mit Pottasche machen. Ich habe festgestellt, wenn man den so nimmt, es geht auch so, in Pottasche zum Beispiel, in Pottasche koche, geht es etwas besser, aber ja, es kann auch Einbildung sein. Ich finde schon, mit Pottasche gekocht geht es ein bisschen besser, aber es muss jetzt nicht unbedingt sein. Das nehmt ihr einfach, schneidet euch das ab, kleine Stücke, macht die ein bisschen platt, reibt die ein bisschen, dass das faserig werden und schon habt ihr einen Zunder. Mehr braucht ihr eigentlich nicht machen. Diese Röhrenschicht ist nochmal ganz interessant, weil aus dieser Röhrenschicht zum Beispiel könnt ihr euch einen guten Tee kochen. Ist auch sehr gut, ist entzündungshemmend, ist beruhigend, ist beim Birkenpolling auch. Ist auch für den Magen- und Darmtrakt, ist antibakteriell. Ihr könnt euch aus dieser Zunderschicht zum Beispiel eine Wundauflage machen. Ihr könnt aus dieser Zunderschicht, da hat der Überleber, der Ingo zum Beispiel, mal ein Video gemacht, auch schöne Dochte machen, zusammen mit geklärten Harz. Ja, wie gesagt, Wundauflage könnt ihr draus machen. Da gibt es auch im Internet 100.000 Sachen, was man damit machen kann. Vor allen Dingen das Trauma. Es gibt richtige Bastelarbeiten aus diesem Trauma. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Kerze machen. Das hat der Ingo mal gemacht. Der hat sich aus diesem Teil hier ein Docht gemacht, hat das mit geklärten Harz getränkt, hat hier oben nur ein kleines Loch reingemacht, reingesteckt, ein bisschen Harz noch drumrum und hier unten einfach nur ein paar Füße rein und schon habt ihr eine Standkerze, die auch ja, relativ lange brennt. Das kommt darauf an, ihr könnt natürlich immer ein bisschen Harz nachlegen. Also man kann aus diesen Sachen jede Menge machen. Mir ist eben bloß aufgefallen, dass in den Internetvideos es eigentlich immer nur um diese Traumaschicht geht. Es werden ganze Pilzregionen ausgerottet, nur weil hier diese Traumaschicht gesucht wird. Und die Röhrenschicht darunter ist eigentlich nur Abfall, aber es ist eigentlich nicht so, weil auch diese Röhrenschicht ist sehr wertvoll. Ja, das war es eigentlich schon, so im Groben. Ich sag mal, ihr könnt euch natürlich zu jedem Pilz im Internet noch 10.000 Sachen holen. Wie gesagt, zum Chugger gibt es da ganze Abhandlungen drüber, genauso über den Birkenpolling und über den Zunderpilz. Der ist in der östlichen Medizin, also was heißt so, sage ich mal, Sibirien da die Ecke, wird da von den Schamanen. Das ist alles, was rund um die Birke ist. Jeder Pilz, der an der Birke wächst. Die Birke ist,
Das ist ein Ding, da könnte man jetzt, ich glaube, 20 Videos noch drüber machen und würde nie fertig werden. Allein schon von den Inhaltsstoffen, was man aus der Birke alles machen kann etc. Heute ging es erstmal nur um diese drei kleinen Pilze, die ihr relativ einfach findet. Also hier so ein Birkenporling, wächst wie Sand am Meer. Zunderpilz ist schon ein bisschen schwieriger zu finden. Und wenn ihr sowas hier findet, habt ihr richtig Glück gehabt. Findet man auch, muss man aber ein bisschen suchen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Chaga zum Beispiel immer am Birken wächst, die ziemlich nah am Wasser stehen. Kann aber auch ein Irrtum sein. Also die Pilze, die ich bis jetzt gefunden habe, die haben immer irgendwo am Wasser gestanden, die Bäume. Ja, aber müsst ihr selbst euch eure Erfahrung machen. Wie gesagt, alle drei Pilze sind ganz leicht zu erkennen, die könnt ihr nicht verwechseln. Sind alle drei nicht unbedingt Speisepilze, auch wenn man den Birkenpolling essen kann. Aber wie gesagt, ja, mein Geschmack ist es nicht. Ich möchte euch bitten, geht in den Wald, werdet sowieso bessere Menschen, sucht Pilze. Und wenn ihr noch mehr darüber wisst oder so, dann informiert mich. Schreibt es drunter, sagt mir noch hier, das kannst du auch noch mitmachen oder das kannst du noch mitmachen. Ich lerne jederzeit dazu. Ansonsten kann ich immer nur sagen, ich kann immer nur das wiedergeben, was ich über die Pilze weiß. Ich spare mir immer bei solchen Sachen irgendwelche lateinischen Begriffe, weil die interessieren sowieso keinen Mensch. Es interessiert im Grunde auch nicht, was da jetzt genau an Inhaltsstoffen drin ist, sondern nur, wie sie wirken. Ich kann das auch immer nur anreißen, weil wie gesagt, zum Beispiel der Zunderpilz, da gibt es wissenschaftliche Abhandlungen drüber, die über hunderte von Seiten gehen. Da müsst ihr euch im Internet mal schlau machen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Nur mal so ein kleiner Anriss, was man in so einem ganz kleinen Wald alles finden kann, sehr hilfreich. Das war's. Ihr geht raus, geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Man sieht sich.